Papst Franziskus zelebriert im nahezu leeren Petersdom die Ostermesse. So hat noch kein Papst vor ihm den Segen Urbi et Orbi gespendet. Patris et Filii et Spiritus Sancti. In seiner Ansprache geht er auf die Leiden durch die Corona-Krise ein und fordert einen Schuldenerlass für ärmere Länder. Guten Abend bei der Zeit im Bild. In einigen Ländern werden jetzt die strengen Maßnahmen zurückgenommen. Es sind aber oft auch gefährliche Lockerungen, wie etwa in Spanien. Und eine überstürzte Ausgangssperre wurde in der Türkei verhängt. Wir berichten, was das auslöst. Zunehmend unbeständig wird das Wetter morgen. Einen solchen Ostersonntag hat noch niemand von uns. Kommen wir zurück zu den Osterfeierlichkeiten, und zwar hier in Österreich. Da ist es genau heute vor 75 Jahren gewesen, dass das Zentrum der katholischen Kirche, aber auch eines der Wahrzeichen des Landes, durch einen Großbrand fast völlig zerstört wurde. Damals, während der letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs, ist der Stephansdom abgebrannt. Der Gedenktag heute hätte auch genützt werden sollen, die Riesenorgel einzuweihen. Und das alles natürlich mit vielen Besucherinnen. Aber wie im Petersdom waren auch im Stephansdom keine Besucher, jedenfalls nicht höchstpersönlich. Wer heute doch dabei sein wollte, konnte Fotos und Fürbitten schicken. Hunderte Gläubige zieren daher die Bänke des Stephansdomes. Kardinal Christoph Schönborn erinnert an die größte Krise des Domes. Vor 75 Jahren brannte der Dom. Dort, wo ich jetzt stehe, konnte man hinaufsehen durch das Gewölbe, das eingestürzt war. Das große Lettnerkreuz. Es hingen nur mehr zwei Arme herunter. Alles andere war verbrannt. Im April 1945 tobt die sogenannte Schlacht um Wien. Von schweren Bombentreffern bleibt der Stephansdom verschont, fängt aber dennoch Feuer. Vermutlich durch Funkenflug von den gegenüberliegenden Häusern. Nur wenige Tage nach dem Brand wird bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wenn ich da heute noch dran denke, wundere ich mich, dass ich da oben gestanden bin. Wir waren damals Werkstudenten. Da war das Dach eingestürzt und die Pummerin ist sehr geschmolzen gewesen. Und wir haben damals, also André und ich, die Aufgabe gehabt, die Stabilität zu prüfen. So wie damals die Bevölkerung geholfen hat, gelte es auch jetzt, das Gemeinsame über die Einzelinteressen zu stellen. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Schon die Klimakrise hat uns das gezeigt. Niemand bleibt unberührt. Corona zeigt es noch einmal stärker. Wir sind aufeinander angewiesen. Und aufeinander angewiesen, das, so der Kardinal, würden die Menschen auch in der Zeit nach Corona sein.